Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir reden heute über eine Beschleunigung von Bauvorhaben, Planungsfeststellungen für Sanierung und für Neubauten. Und in Wirklichkeit ist die Situation in unserem Land eine katastrophale. Das kann man nicht anders sagen. Das bestätigen ja auch alle Aussagen hier. Wir haben eine marode, nicht mehr ausreichende Infrastruktur in Deutschland. Und wir haben eine Bauzeit inklusive der Planungen von ungefähr 20 Jahren. Jeder, der hier jetzt im Parlament sitzt und über ein Bauvorhaben diskutiert, muss davon ausgehen, dass er nicht mehr im Parlament sitzt, wenn es realisiert wird. Das ist ein untragbarer Zustand. Warum ist das so? Das ist nicht so, weil wir eine unfähige Bauindustrie hätten. Die baut in 4 Jahren im Schnitt. Das ist so, weil wir 16 Jahre lang klagen und planen können in diesem Land. Warum können wir 16 Jahre lang klagen und planen? Weil Sie hier Gesetze gemacht haben, die dazu führen, dass eine beliebige Organisation praktisch zu jedem Zeitpunkt im Planungsverfahren eingreifen kann und dieses Verfahren verzögern. Und da hilft es auch nichts, Herr Berghahn, da hilft es auch nichts, wenn Sie die Gerichtsverfahren beschleunigen wollen. Das ist alles Augenwischerei. Sie sabotieren die Infrastruktur dieses Landes, und das seit vielen Jahren. Und in dem Zusammenhang müssen wir immer sagen, Ihre Ausrede ist, dass das alles so sein muss wegen europäischer Gesetzgebung. Sehr geehrte Damen und Herren, in Italien stürzt eine Autobahnbrücke ein und 2 Jahre später steht die neue Autobahnbrücke an dieser Stelle. Ist Italien keine Demokratie? Gehört Italien nicht zu Europa? Das ist doch alles Unsinn, was Sie hier erzählen. Sie wollen das nicht. Und den Schlüssel, um die Probleme in diesem Land zu beheben, den kennen Sie auch ganz genau. Der liegt nämlich in der Umweltverträglichkeitsprüfung, der sogenannten UVP. Und der liegt in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Und Sie schaffen es, wenn Sie diese UVP per Ausnahme rausnehmen, schaffen Sie es, ein LNG-Terminal in kürzester Zeit in diesem Land zu bauen. Und Sie wissen auch, dass der Schlüssel genau in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung liegt, weil Sie die nämlich bei den Projekten, die Ihnen wichtig sind, nämlich Schienenprojekte, gezielt rausgenommen haben und für diese Projekte in diesem Haus hier Maßnahmengesetze beschließen können, sodass Sie diese Projekte, die Schienenprojekte, schnell umgesetzt kriegen. Und weil Sie diese Ausnahmen kennen, muss ich unterstellen, dass, wenn Sie das nicht für Straßen anwenden, es reine Sabotage ist. Sabotage an den Menschen in Lüdenscheid. Jawohl, Herr Bergmann, so ist es. Und deshalb begrüßen wir ja auch den Entwurf der Union. Wir können uns in weiten Teilen den Gedanken, die dort formuliert sind, anschließen. Und ich muss hier mal sagen, ich finde es toll, dass Sie diesen Schritt machen. Aber wer hat noch mal die letzten, das müssen Sie sich jetzt anhören, wer hat noch mal die letzten 12 Jahre im Verkehrsministerium gesessen? Ja, genau. Und da sehen Sie ganz einfach, wenn Sie vernünftige Politik für dieses Land machen wollen, dann können Sie das nicht mit der Sabotagepartei Deutschlands machen. Das geht halt nicht. Ja? Und es geht auch nicht, dass hier eine FDP in der letzten Legislatur fast die gleichen Vorschläge wie die Union jetzt in Entwürfen hier ins Parlament bringt. Und wenn sie im Verkehrsministerium sitzt, in einer Koalition mit Leuten, die dieses Land eben nicht voranbringen wollen, dann ist diese FDP nicht der Meinung, dass die Vorschläge aus der letzten Legislatur gut waren. Lieber Herr Wissing, Sie haben Ihre Wähler getäuscht. Sie hätten alle Möglichkeiten gehabt, hier ein Gesetz zu machen, das dem Entwurf der Union entspricht und das eben dem Entwurf der AfD aus der letzten Legislatur auch entspricht. Wir haben nämlich das Gleiche, was Sie hier fordern, auch schon gefordert. Infolgedessen sehen wir hier eine komplette Verdummung der Wähler in diesem Land. Sie wollen keine schnelle Sanierung von Autobahnbrücken, und Sie täuschen die Wähler, wenn Sie Gegenteiliges behaupten. Liebe Kollegen von der Union, wenn Sie Politik für die Infrastruktur unseres Landes machen wollen, finden Sie dazu Partner rechts von Ihnen. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe,